Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Oh, ein M16 dabei. Ja, er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Nee. 10 goldene Zepter. Öffnen Sie die Spinnengruft in maximal 5 Minuten. Goldeule, Und das Wasser zu berühren. Vaskos Männer sind tot. Ausgelöscht von diesen Kreaturen. Oh. Was machen wir mit dem Kraft? Wir sollten deine Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen. Er sieht ein bisschen skeptisch aus. Die Kriegsführung hat sich in den letzten 2000 Jahren ganz schön verändert. Du hast da eine Menge nachzuholen. What the fuck? Zum Glück lernst du ja sehr schnell. Was? Sie haben eine neue Sekundärwaffe freigeschaltet. Drücken Sie... Ja, danke, lass mich mal ruhig in Ruhe durchlesen. Die Munitionsanzeige zeigt Ihre verfügbare Munition an. Sekundärwaffen leeren die Munitionsanzeige mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Haben Sie keine Munition mehr, greifen Sie wieder auf Ihre Standardwaffe zurück. Ah, okay. Halten Sie LT gedrückt, um die Waffenanzeige im Menü anzublenden. Oder schalten Sie inzwischen Ihren ausgerüsteten Waffen um. Okay. Wir machen es einfach mal dahin, ne? So Leute, damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylines am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play together mit den Impi, weil ich werde das mich jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich jedes einzelne Level als eigene Folge oder so hochlade. Und damit, ja. Würde ich sagen, ne? Wir sind, ja, ihr habt ja gerade gesehen, was am Stüssel ist, ich bin fertig. Ja, wir rüsten uns gerade neu auf, haben gerade die M4 bekommen. Du musst irgendwas machen, ich bin jetzt hier wieder irgendwie ein Spiel verlassen, ich habe keine Ahnung. Ah, so. So, warte mal. Okay. Betreten Sie die Spinnengruft. Was? Maximal 5 Minuten? Ich bin wieder in diesem komischen Menü, ich glaube, wir müssen noch kurz. Okay, hier ist nichts. Wie kann ich die Waffe wechseln? LT drücken. Wie geht es bei mir nicht? Du musst LT gedrückt halten. Dann kommt da ja. YXBA. Dann kannst du halt deine Waffe wechseln. Nur bei mir nicht. Auf einer meiner alten Karten ist dieses Gebiet verzeichnet. Ich könnte Boden gut machen, wenn ich durch die Spinnengruft gehe. Was drücken Sie? Mach das einfach mal. Einsatzziele, Inventar. Hier guck nochmal im Inventar. Hast du bei mir ausgerüstet jedenfalls. Das ausgerüstet hast du es auf jeden Fall. Ja. Ja, gut. Komisch. Vielleicht ist meine Taste kaputt. Ich hab keine Ahnung, aber wir müssen die Spinnengruft innerhalb von 5 Minuten geöffnet haben. Dann kriegen wir eine goldene Eule. Na, warte mal. Gottes Leben. Was haben wir hier? Okay. Bei mir hast du gerade das. Ich wollte gerade sagen, bei mir hast du jedenfalls was gewesen. Ich hab Ja. Okay. Oh, das war. Oh. Das ist kein Speer.
on, buddy. Halt! Ah! Du musst doch nicht gleich in den Tod springen. Den war so voll, die Gerrit. War schon ganz feucht, ne? Die Lava wird voll. Schon wieder Totenschädel. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwelche Zepter sammeln. Somit ist das Video ab 18 Jahren Anscheinend braucht man auch die übrigen Goldscheiben, um in diese Gruft zu kommen. Sie die erste fehlende Sonnenscheibe. Okay, dann suchen wir mal. Das Nebenboss. Scheiße, sorry. So, hier. Nein, die Waffe. Ich kann irgendwie. Ah, so jetzt. Und hier haben wir Leben. Nimm das Schwert da hinten. Oh, hier sind irgendwelche LKW-Fahrer unterwegs. Das sind sie alle so ein Platz. Was da hinten noch was? Ich dachte mich ja auf die Coop-Kampagne genauso wie die Einzelspieler-Kampagne und ob dann quasi ein Einzelspieler von der KI übernommen wird oder ob das komplett. Wahrscheinlich muss dann jedes Mal selber wechseln oder sowas bei bestimmten Passagen. Das ist dann eigentlich nicht das Spiel, das ist perfekt der Korb. Ich hab da hinten noch einen roten Schädel gesehen, nur zur Info. Und ich hab da eine Sonnenscheibe gesehen. Das ist eine Sonnenscheibe. Scheiße. Wenn du wieder zurückgehst und auf die Brücke fährst, dann findest du vielleicht da wieder wieder. Machen wir es so. Jo, erste haben wir. Na, wollen wir jetzt die Sonnenscheibe einsetzen oder hier noch weiter? Ja, wir suchen noch ein bisschen weiter. Wir sind in den Jedis gekommen. What the fuck, was ist das denn? What the fuck, was ist das denn? Dafür bekommen wir eine Belohnung, wenn wir den sehen. Boah, schau mal. Wir haben die Wand. Hahaha! Was ist, zur Hölle ist das denn hier? Wenn wir raufkommen. Ja, ich schmeiße mal ein Schwert dahin, ne? So, hast du ein Schwert da. Dazu muss ich da vielleicht abholen. Damit man den Speer noch höher werfen kann. So, ich müsste. Jetzt. Kombinierer. Du bist total der Burner. Hier noch was auffüllen. Kommen wir mal auf die Map schauen. Wir müssen jetzt hier wieder zurück, wir sind hier fertig. Hier, wir müssen innerhalb von 5 Minuten, gib mal Gas. Ich hoffe, wir kommen noch da runter. War das? So. Jetzt erstmal einsetzen.
Ja. Hier ist schon eingesetzt worden. Ja. Okay, dann gehen wir mal direkt hier lang. Hier, du musst noch Munition auffüllen bei dir. What the fuck? Das ist super. Oh, du hast was aufgeladen, ne? Du kannst jetzt ein Special-Ding irgendwie aktivieren. Deswegen sind die Schüsse vielleicht blau. Das wird voll sein. Wo zur Hölle rennen wir gerade rum? Keine Ahnung, jedenfalls verplempern wir das ordentlich Zeit. Super, wir sind wieder am Anfang. Ich dachte, das wäre ein Geheimgang. Ja, woher sollte ich das wissen? Ich hab dich doch jetzt nicht beschuldigt. Das haben wir doch. Du bist halt eine Frau. Ja, dann lass uns mal die Treppe hochdödeln. Sind nicht noch irgendwas? Die sind jetzt nicht mehr blau, ne? Du nimmst da alles weg, ey. Geht es weiter? Geht bestimmt weiter. Beeil dich! Beeil dich! Beeil dich! Mal hier runter gehen. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Oh. Autsch. Ah. Oh. Ich muss mich schützen. Okay, wollen wir die direkt wegbringen? Weil ich glaube, hier kommen wir nämlich nicht durch. Warte mal, ich habe eine Idee. Ah, ja. Ja, du bleibst drin. Du willst? Du meinst, dass ich das bringe? Okay, gut. Ich will's auch nicht. Falsch. Okay, vielleicht. Ach, das öffnet sich wahrscheinlich, wenn wir fertig sind. Au! Ich muss ja sagen, es ist nicht so ganz mein Spiel. Dafür ist also nicht, dass das Spiel nicht gefällt. Also die Engine, nicht die Engine hier, wer ist es nochmal? Die Art von Spiel halt, super. Ja, also wer ist es denn mal? Das Genre, das hab ich's. Ist jetzt nicht so meins. Ist halt schön, mal so ein bisschen auch Teamplay-Gedöns. Oh, scheiß Brummi Leben. Und so, also das finde ich schon ganz nice, auf jeden Fall. Und vor allem für umsonst. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Da oben war ich gerade. Also, da wird dann am Ende weitergehen. Richtig. Ich schau mal auf die Maps. Wir waren noch nicht im Tempel des Lichts. Ja, das ist wahrscheinlich das da unten gewesen. Vielleicht ist es jetzt offen. Vielleicht müssen wir das erst wirklich alles wegbringen. Nee, nee. Das Tempel des Lichts ist da, wo wir hergekommen sind. Das ist im Ausgang. So. Ich hab mir gerade auf dem Netz gesehen. Wow. Ah!
Was zur Hölle war das denn jetzt? Wie soll man da rüberkommen? Ja, aber guck mal, wir müssen hier runter. Siehst du die Map auch? Jetzt sehe ich die Map, ja. Da ist noch ein roter Punkt, also ja. Wir müssen über die Brücke, ja. Sonnenscheibe und das andere ist ja durchgestrichen. Das heißt, das haben wir. Wir kommen jetzt da drüber. Ah! Ah, ich spring nochmal in den Tod. Hat er eben gerade so. Nein! Oh. Das gibt's doch nicht! Ah, okay, cool. Mhm. Ich weiß wie. Kannst du mich auch noch. Du, fahren? Junge! Die springt ja immer so weit, die Alte. Innerhalb von 5 Minuten kannst du jetzt schon vergessen. So, ich spring hoch, danach musst du springen. Spring! Ja! Ja! Hüpf! Hüpf, hurra! Clever wie ich bin! Clever wie ich bin! Wow. Nicht lang. Ja. Warte! Versuch's jetzt mal. Okay, wir müssen nicht darüber. Ja, was man ja, alles man denken sagen, muss, was du für Fähigkeiten Level, hast und so. Ja, man muss alles kombinieren. Das Gehirn muss hier arbeiten, wenn man stehen. Ganz arbeiten, rotes Feld. Aber in diesem Level sind sie viel schwerer versteckt, wie im ersten Level. Na gut, anscheinend sind sie im ersten Level auch schwierig versteckt, wenn wir einen vergessen haben. Naja, gut, gerade mal ein Schädel, wir nicht etwa zwei. Ich weiß, wie lange das Level noch geht. Wir sind dran vorbei, glaube ich. Der ist da unten. Der ist unten. Auf der Karte wird aber dran vorbeigezeigt. Da unten ist jedenfalls ein Tempel. Vielleicht müssen wir nochmal da rein, wo wir rausgekommen sind. Vielleicht haben wir da was übersehen. Das heißt übersehen? Vorher wussten wir ja nicht, dass wir das suchen sollen. Okay, da ist nix. Können wir das nochmal zurück? Nein. Ach, super, die goldene Eule können wir schon vergessen. Ne, jetzt mal ohne Witz. Wo muss ich denn da? Ich weiß nicht, bringt das irgendwas? Komisch. Okay, während des Springen kann ich nicht schießen. Wir sind voll dran vorbei, siehst du? Also ich guck mir gerade das Bild an und. Ja, wir sind aber voll dran vorbei. Aber die letzte Sonnenscheibe wird aber ganz hinten auf der Map angezeigt. Siehst du das? Ich glaube, die ist da hinten, die Sonnenscheibe. Oh. Oder? Ja, wir haben uns jetzt auf das Falsche konzentriert. Hallo, es gibt ein bisschen Gas, Kumpel. Yeah.
So ein Scheiß. Ich wollte doch unbedingt Dingens haben. Die goldene Eule. Das wird bestimmt auch irgendwas, muss das ja bringen. Warte mal, und okay. Schwimmt dieses Ding vielleicht? Das wird schwierig jetzt, ey. Ja! Komm ins. Spring auf das Ding, ohne das Wasser zu berühren. Du bist sofort runtergeschubst, so ein Scheiß. Was soll denn das jetzt hier? Stirb! Aus euch hinüber! Konzentriert sich so wenig auf die Lebensanzeige irgendwie. Ja. Wenn man genau weiß, dass man ja eh wieder belebt wird. Nimm du hast mal das Leben hier. Bisschen dringender als ja. Ich. In der Tat. Oh oh! Whee! Ja, nee, ist klar! Ach wirklich? Das meinst du, warum ich gerade diesen blöden Witz gemacht habe? Oh, LKW-Fahrer! Du bist und stehst neben Feuer. Ist klar. Wow! Oh. Okay, was war falsch? Muhaha! Reliquie entdeckt. Was ist das hier? Streuschuss. Hört sich gut an. Vielleicht ein Damage. Ja, kann ich auch lieber mal rein. Okay, haben wir das mal erledigt? Und diese Rätselkammer finde ich echt cool. Ja. Ich hoffe nur, es geht halt nicht dann von der Zeit ab, weißt du? Wäre auch relativ scheiße. Man muss das Spiel eben mehrmals durchspielen, wenn man wirklich alle Herausforderungen schaffen will. Glaube ich. Nicht für die Bombe. Aua. Das ist schon, das ist klar. Achso, okay.
Ah, okay. Wir müssen, glaube ich, die Folter dazu bringen, dass wir irgendwie auf die Kinder bekommen, oder? Aha, du Blöder! Arschloch! Guck mal! Okay, ich muss noch einen Moment das Buffer bohren. Okay. Das ist aber auch richtig angehen, Alter. Ja, irgendwie habe ich dich weggeschubst gerade. Auch ziemlich sinnlos. Aber irgendwie. Nur zum Töten ist meiner nicht gerade geeignet. Nee, deiner ist eigentlich besser als meiner. Echt gefährlich. Oh ja, aber man lebt nur einmal. YOLO! Easy. Komm jetzt. Einfach. Hallo, du bist der denn? Warum war der denn, Freundin? Ich muss eigentlich mit den ganzen Monstern hier aufhalten. Ich wollte nur wissen, ob man sich mit den Monstern auch umhalten und kümmern muss. Ja, aber jetzt können wir die goldenen nicht einsteigen. Die kommen da ohnehin nicht mehr. Hahaha. Kann ich nicht mehr entscheiden, wie lange ich das so. Wo müssen wir denn hin? Komm mal rein. Leute. Jetzt schieß nochmal. Und jetzt? Ja. Ich gehe weiter. Scheiße, geht nicht. Ja, wie zum Fick sollen wir denn jetzt weiterkommen? Was? Ah, komm. Oh,
ich bin so intelligent. Nice! Shit, Digga! War doch so was gut, dass ich in die Uni gehe. Alter, du hast jetzt 5 Jahre Uni wegen dieser einen Aufgabe jetzt gemacht. Nichts da 5 Jahre, 3 Jahre. Diesmal hat's dich erwischt. Okay, wir sind gleich bei dem Kleinen. Ach, wirklich? Wir haben jetzt eine Wege gefunden. Wir haben wieder Power abgefunden. So, ich muss aber sagen, ich glaube, wir machen mal gleich Pause. Ich bin mich hundeelend müde gerade irgendwie. Allerdings bin ich aber auch Hunger. Was noch viel lustiger ist. Ich denke mal, das Level wird jetzt irgendwie vorbei, wenn von meinem. Rack Attack! Wow! Genau davon gefunden! Ich hätte Streuschuss aktiviert, kein Wunder, Alter! So, der hat die ganzen Kinder nicht gelaufen. Ich will mal Rücken safe. Ja, ey. Geiler Scheiß. Hui! Das war angenehm. So, Leute. Haben wir mal ordentlich verkackt. Wir haben 3 von 10 Schädel gefunden. Das war mal nix, würde ich sagen. Dafür haben wir jetzt 26 Minuten gebraucht. Gut, ich würde sagen, das war die zweite Folge. Also ich muss noch überlegen, entweder mache ich halt jedes Ding eine neue Folge oder halt also eine Folge, also jede Mission eine Folge oder halt 20 Minuten. Jedes Ding eine Folge. Das ist blöd, die aufzuteilen. Na gut. Wenn der Impi so meint. Wow, ich war aufs Maul geflogen. Gut, bevor du jetzt nämlich auf Start drückst oder irgendwas weiter drückst, drücken wir nämlich gleich lieber das Spiel verlassen. Damit wir nicht aus Versehen weitermachen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss. Du darfst dich auch ruhig verabschieden, Impi. Ist kein Problem. Bis zum nächsten Mal. So, ciao. Ciao.